des Fürstendamm losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Ist wohl doch nicht so ganz unmenschlich, dieser Ketzer. Ganz zu schweigen davon, dass diese Katja und ihre Hexenbrut in dem Durcheinander entkamen. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Meinst du, sie greifen vielleicht an? Wer weiß, es sind... Simon ist zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Frag die anderen. Sie wurden von Heiden gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Meine Entschlossenheit. Der alte Simon hat nur kalte Füße gekriegt, das ist alles. Die ganzen Geschichten, dass man nicht gehen soll. Nein, hat er nicht. Er kam zurück, machte an der Kirche ein großes Gewese und bekam auch noch seinen Willen. Sollen wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon? Verstehst du das? Oh Gott, für einen Ketzer? Gott, das ist allerdings gefallen. Dieser Simon. Und dann? Dann bekreuzigte er sich, küsste den Altar und ging zurück zu den Dämonen. Ja, was ist mit Kyrill? Er wird das Beten übernehmen. Vater Silantius höchstpersönlich hat ihm die Absolution erteilt. Ich habe nachgedacht. Was wollen diese Ketzer hier? Es sind nicht alle auf demselben Fall. Sie wollen einfach auf die andere Seite, das ist alles. Und was ist auf der anderen Seite? Mach dir nicht so viele Sorgen. Kann ich aber nicht. Wir alle sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Und wo ist das? Um einen Dämon zu bekämpfen. Wo denn? Wo wir nicht sind. Das muss man ja gar nicht verschwinden. Wie kommt das? Es ist schon wie so auf die Herrschaft. Das meine ich nicht, Junge. Du bist dämlich. Na dann erklär es besser. Wie wäre es, wenn ich mitkomme? Wo die Ketzer leben besser? Was bringt es dir, das zu erklären? Du musst dir es nur rum und glotzen, während die Ketzer vielleicht schon hier sind. Überall. Sieh dich um, deine Augen sind noch jung. Und ruf, wenn du etwas siehst. Verstanden? Ja. Verstehe ich nicht. Mal ehrlich. Warum ist es da, wo die Ketzer liegen, so gut? Wem gefällt es da? Ich verstehe das nicht. Als sie mich rausschiffte, ich hätte sie direkt erledigen sollen. Allmächtiger und gerechter Gott, behüte uns vor der Berührung des Bösen, ohne des Bösen und seiner Vollmächtigkeit. Und rette unsere Seelen, wie du auch unser Leben gerettet hast. Was ist los mit dir, Bruder? Mit den Ketzern, um mit ihrer Brut üble Magie. Thank you.
Menschen! Hörst du? Vielleicht öffnet der Anblick unserer Demut deine Augen für den wahren Glauben! Ich ergebe mich! Nicht treason! Hörst du? Schon gut, ich ergebe mich! Schon gut, ich ergebe mich! Schon gut! Ich hab die Nase voll vom Kämpfen. Ich ergebe mich. Ich könnte noch Glück haben. Das hoffe ich wenigstens. Gott, bete, rette und beschütze mich. Dem Himmel regnete es Raketen.
und die Erde verbrannte zu Asche und das Meer kochte und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebte, denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte, einen des Namens Vilantius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch frei hingeht und satanische Technologie ablehnt. Wir lehnen ab! Und darüber hinaus bringt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben, und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab! Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zarfisch durchgelassen. Gelobt sei der Fisch! Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten. Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen, selbst vor ihrem stählernen Raum, das nach Maschinenöl stinkt und ein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht wanken. Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer! Erst Katja und jetzt ich! Verdammt, bist du schnell, Artyom! Wir sind nur auf der Durchreise. Lasst uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Wir waren die ganze Zeit nachsichtig mit euch und Katja hat selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Erst wendet ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet für immer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Hört mich, Brüder! Stellt euer Feuer ein! Hört ihr mich? Ich exkommuniziere jeden, der schießt! Ich habe getan, was ich konnte. Nicht schießen! Sagt dem Fahrer, dass er langsam fahren soll! Haltet nicht an, sonst könnte die Brücke einstürzen! Ihr müsst jetzt sprengen! Oh, Matthew, wir haben eine Vereinbarung. Sie lassen uns durch, wenn wir nicht schießen, langsam fahren und nicht anhalten. Wiederholt, nicht anhalten! Ende! Irrlich, laut enttäuscht. Artyom, lass uns springen! Tja, das haben wir gut gemacht, was? Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen, zu glauben, wir seien keine Dämonen. Daher ließen sie uns durch. Anna hatte recht. Wir sind in ihre Welt eingedrungen und wir sollten sie nicht zerstören, wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro erzählt wurden? Dass die ganze Welt tot sei und man nirgends mehr hin kann?
In den Tunneln hat jeder diese bequeme Lüge geglaubt. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir wenigstens wissen, ob diese Lüge gerechtfertigt war. Bislang gab es keine Anzeichen feindlicher Besatzungstruppen.